Sehr viel Zeit verbringt der Fotograf mit Warten. Warten auf das Licht, warten auf die richtige Konstellation im Motiv. Und in diesem Falle warte ich auf Ute in der Nähe des Autobahndreiecks Oberhavel, weil wir dort ein Motiv gesehen haben. Immer das Motiv nur gesehen beim Vorbeifahren im Auto. Und hier ist es mit Organisation verbunden. Wir müssen auf den Verantwortlichen warten, der uns dann dahin führt. Hier sind wir mit Herrn Rose zusammen. Herr Rose ist ein leitender Mitarbeiter dieser Baufirma, die dort am Autobahndreieck Oberhavel tätig ist, der uns dorthin fahren wird, weil wir selber mit dem Auto da nicht rein dürfen. Ich komme gerade aus Hamburg. Ich hatte Unterricht, musste wahnsinnig schnell fahren, um den Zeitpunkt noch zu kriegen, wo die Verabredung war, weil es war ja auch wirklich nur so ein ganz kurzer Zeitpunkt, bevor es dunkel wurde. Wir brauchten also eine halbe Stunde, war nur möglich, das Motiv zu fotografieren. Das Motiv ist dieser Weihnachtsbaum, wir mussten uns Sicherheitswesten mussten wir anziehen. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Und hier ist das so eine übliche Verfahrensweise, wie wir arbeiten, dass wir mit einer kleinen digitalen Kamera das Motiv uns angucken, um dann später mit der Großformatkamera, wie wir jetzt hier sehen, das eigentliche Foto zu machen. Also wir räumen nicht immer die Natur uns zurecht, sondern in dem Fall störten einfach ein paar Dinge. Die Schrift dieser Baufirma war plötzlich sehr prägnant und wir mussten, damit die das nicht wirklich überdeckt, diesen Zauber des Motivs, haben wir sie wegräumen müssen. Und hier sind wir beim Warten, was ich vorhin schon erwähnte. Warten in dem Falle darauf warten, dass die Straßen, die um uns herum im Wochenendverkehr sehr voll waren, dann doch in bestimmten Zeiten, kurzen Zeitpunkt mal keine Autos waren, weil wir hatten für uns beschlossen, dass wir dieses Foto doch in einer sehr großen Stille machen wollten, ohne Verkehr. Und das aber alles mit dem Druck, dass es auch nur 20 Minuten möglich war, in der Dämmerung abends zu fotografieren.